Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen besser schlafen als ich. Ich hatte irgendwie, ja, ich glaube, wir haben jetzt auch bald wieder Vollmond. Ich merke schon den Vollmond. Und dann auch noch Portaltage. Das war unruhig heute. Das war richtig unruhig. Oh, interessante Kombination hier in der Tagesbotschaft. Wir haben die Wege, wir haben den Baum, dein Leben und dann haben wir noch die Thematik der falschen Wege. Eigentlich haben wir hier den Park, Dinge öffentlich machen, aber Entscheidungen treffen. Und hier quasi noch einen falschen Weg, beziehungsweise sogar eine falsche Schlange. Hier scheint es so, als wenn hier jemand zwischen den Stühlen steht, vielleicht sogar ein Geheimnis trägt bezüglich irgendeiner falschen Person vielleicht, ja? Einer Affäre? Ich muss gerade unweigerlich an Affäre denken. Weiß hier jemand von einer Affäre und wartet irgendwie aus irgendwelchen taktischen Gründen? Ja, hier weiß auf jeden Fall jemand die Wahrheit. Bist du vielleicht selber eine Affäre und bist so ein Funken davon entfernt, das Ganze öffentlich zu machen, weil der gute Herr, vielleicht sogar die gute Dame, sich partout nicht trennen möchte? Ja, das ist leider so, ne? Die versprechen sehr, sehr oft, dass sie sich trennen. Und dann tun sie es doch nicht. Oder sagen, oh, es ist kompliziert und ja, meine Frau und das Haus und die Kinder und... Hier kommt eine Erkenntnis rein. Eine sehr plötzliche Erkenntnis. Denn es geht hier um dein Leben. Dein Leben. Hier soll es wieder vorwärts gehen. Mit den vier der Stäben soll es wieder in den Optimismus reingehen. Selbstreduzierung. Ist auch manchmal mit den fünf der Münzen klar eine Manipulierung von außen. Weil du kannst natürlich nicht in einer geheimen Affäre dich voll und ganz entwickeln. Du lebst ja stets und ständig mit der Gefahr, dass es in die Hose geht. Beziehungsweise wann darf dein Gefühlsleben endlich aufblühen? Wann tut sich endlich was? Wie gesagt, hier scheint es so, als wenn da jemand ausbricht. Das ist jetzt keine alltägliche Botschaft, ja? Ich weiß auch nicht, ob ich damit jemanden erwische, aber das ist halt so bei kollektiven Legungen. Das müsst ihr einfach wissen, ne? Manchmal trifft es auf eine zu und vielleicht habe ich sogar jemanden gerade erwischt, der nicht in meinem Kollektiv ist. Who knows? Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall läutet hier diese Seele die Kehrtwende ein. Möchte hier gerne in die Erfüllung reingehen. Also raus aus der Reduzierung, rein ins Hochgefühl. Und dafür ergreift sie jetzt hier auch die Initiative. Wir haben hier im Endeffekt zweimal ja den Durchstoß liegen. Einmal mit dem Ast der Schwerter. Ja, plötzliche Klärung, Erkenntnis, Idee, Entscheidung. Also wirklich eine klare Entscheidung. Und hier auch nochmal eine klare Entscheidung. Passt also wunderbar zu dem Ganzen hier oben, weil wir natürlich auch hier einen Weg haben im Park. Ja, hier wird jetzt ein öffentlicher Weg gegangen, möglicherweise. Das kann gut sein. Auf jeden Fall wird hier diese falsche Person rausgenommen. Und wenn das erfolgt ist, dann kann diese Person hier im Kartenbild auch wieder in die Planung reingehen, weil dann ist sie wieder neutral, geerdet, standfest, schwebt nicht mehr länger in den Wolken, sondern ist wirklich in der Lage, ja, nicht mehr die falsche Schlange ist ein Manipulatier, haben wir das auch geklärt, ist in der Lage, nicht mehr manipuliert zu werden. Weil es ist natürlich so, wenn du jemandem immer wieder Glauben schenkst, ja, ich trenne mich und es müssen erst noch so viele Sachen geregelt werden und hier und da und tralala und das ist immer wieder das gleiche Thema. Ja, dann würde ich mich tatsächlich so langsam mal selber in meine eigenen Werte besinnen und würde darüber nachdenken, ob das wirklich so
sinnig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Muss man einfach so sagen. Ja, sehr prekäre Situation hier heute auf einem Mittwoch. Ich glaube nicht, dass ich schon mal sowas in der Kartenlegung hatte. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Warum nicht? Dementsprechend good luck, liebe Seele. Und ja, alles Liebe und Gute für die Zukunft. Mit einem hoffentlich besser geklärten Partner, Partnerin, wie auch immer. Aber nee, Affäre auf Dauer. Nichts gut.